Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Normalerweise trinken wir in dieser Sendung Knut Wieler Mineralwasser. Heute gibt es ausnahmsweise etwas anderes, nämlich Rivella. Über Rivella, das Unternehmen und den Brand reden wir heute. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Und zwar machen wir das mit dem obersten Chef von dem Familientraditionsunternehmen. Sein Vater hat Rivella erfunden und gegründet. Unser Gast hat dann im Jahr 2000 das Verwaltungsratspräsidium von der Rivella Group in Rotrist übernommen. Heute ist er ins ZT-Studio gekommen. Auf den Talk und auf den Gast freue ich mich schon lange. Herzlich willkommen, dass Sie da sind, Alexander Barth. Danke vielmals, Herr Fischer. Ich bin sehr gerne gekommen. Herr Barth, wenn ich das richtig gesehen habe, sind Sie nicht jemand, der unbedingt das Rampenlicht sucht. Ich habe nämlich im Vorfeld von dem Interview ein bisschen über Sie gelesen. Ich habe die Schweizerische Mediendatenbank abgesurft. Und dort findet man gar nicht so viele Interviews mit Ihnen. Ich war ein bisschen überrascht gewesen. Stimmt der Eindruck, Sie sind eher jemand, der sich lieber ein bisschen im Hintergrund hält, möglicherweise auch im Unternehmen? Oder täuscht der Eindruck? Ja, das ist ja so. Ich bin vom Typ her eher ein Scheuchen. Und ich hatte lange Mühe, so an der Öffentlichkeit aufzutreten. Aber so mit dem Laufe der Zeit lernt man das dann doch. Und heute geht's. Umso stolzer bin ich natürlich, dass Sie jetzt mal in der ZT-Talk sind, dass ich Sie durfte einen einladen für das Gespräch. Sagen Sie mal, Sie sind jetzt schon sehr lange an der Spitze von dem Unternehmen, von dem Traditionsfamilienunternehmen. Über den Brand reden wir noch. Was macht einen richtig guten Unternehmer aus? Ja, ich weiß nicht, ob man das so allgemein sagen kann. Es kommt sich wahrscheinlich sehr darauf an, in was für einer Phase eine Unternehmung ist. Mein Vater hat auch gesagt, ein guter Unternehmer, der hat das Auge von einem Zirkusdirektor und die Seele von einem Förster. Und sicher braucht es beides. Aber ich denke, wenn Sie am Anfang, wenn Sie ein Unternehmen gründen und voll drin sind und so, dann braucht es ein bisschen mehr vom Zirkusdirektor. Und nachher, wenn das Unternehmen schon gewisse Reife hat, auch für eine gewisse Grösse, dann kommt für einen Unternehmer, der also, wo engagiert ist mit Kapital, und doch auch noch etwas macht im Unternehmen, der braucht von dem vielleicht den Försterteil. Also der Förster, der pflegt, dazu schaut, dass das Holz noch wächst. Ist das so zu verstehen? Ja, der, der vor allem nachher die langfristigen Aspekte berücksichtigt. Ja. Von welchem haben Sie mehr einen Teil drin? Ich glaube, heute sicher mehr vom Förster. Sicher, ja. Ich bin nicht so der, der macht. Der Zirkusdirektor ist nicht so unbedingt Ihre Rolle? Nein, wäre jetzt nicht so meins, nein. Jetzt wird ja Rivella das Jahr 70. Und wenn ich richtig lese, werden Sie das Jahr auch 70. Also das Produkt ist 70 Jahre alt und Sie sind 70 Jahre alt. Können Sie ein bisschen erzählen, was bedeuten die beiden Geburtstage jetzt für das Unternehmen und für Sie? Gut, für die Unternehmung ist es irgendwie ein Bewusstsein, also dass wir mit unserem Produkt, mit unserer Marke jetzt doch schon bald 4 Generationen lang präsent sind. Für 4 Generationen von Schweizer sind wir ein Element, das sie in der Regel kennen, von dem sie gehört haben. Nicht alle lieben es, da haben es keinen gern, andere hassen es eher und so weiter. Aber wir sind der Präsent. Aber wir können, auf jeden Fall, ja. Ja, also, aber wir sind der Präsenz mit dieser Marke und das ist jetzt eben mehrere Generationen und das ist ein gutes Gefühl. Und ich glaube, was man dann auch merkt, gerade wenn man so schaut, wie sich in den letzten Jahren die Veränderungen immer schneller gekommen sind, wir haben doch können innerhalb von diesen Veränderungen eine Präsenz wahren mit unserer Marke. Und das sind so die 70 Jahre. Also so lange ich lebe, habe ich das jetzt kennengelernt und so geht es wahrscheinlich auch noch andere 70-Jährige. Genau, also ich bin ein bisschen jünger und ich kenne natürlich auch Rivella als kleiner Bub. Das ist irgendetwas, das einem immer begleitet, wie Ofo Maltine. So, ja, genau. Ja. Unser CEO kommt von der Ofo. Okay. Und für Sie, Herr Barth, Sie werden auch 70?
Eigentlich nicht. Also klar, man merkt es, man ist kein Frühlingsgöckeli mehr. Also, am Morgen tut einem etwas ein bisschen weh. Das merkt man schon. Aber sonst für mich haben Geburtstage oder so Daten haben nie eine grosse Rolle gespielt. Also für mich hat es keine Bedeutung. Jetzt können wir noch mit 70, darf man vielleicht die Frage stellen, okay, aber vielleicht müssen Sie ja langsam eine Nachfolge planen oder ist das noch nicht... Ist das noch in der Pipeline? Also in der Unternehmung sind wir jetzt am Schauen, wie die Nachfolge im Aktionariat so organisiert werden. Also in diesem Prozess stehen wir jetzt so mit drin. Rivella ist ja 2021 zum besten Arbeitgeber von der Schweiz gekürt worden. Das ist eine unglaubliche Auszeichnung, eigentlich, kann man wirklich sagen. Wie stark ist das auch der Verdienst des Verwaltungsratspräsidenten? Sieht aus, als ob sie haben einiges richtig gemacht haben. Am Schluss. Also, ob man jetzt Ersten oder Zweiten oder Dritten ist, das ist weniger wichtig. Aber was uns vor allem freut, ist, dass wir jetzt in den letzten 3 Jahren immer in den ersten 10 gewesen sind. Ich glaube, das ist wichtig. Dann weiss man, etwas machen wir richtig. Ich als Verwaltungsratspräsident habe da nicht speziell viel dazu beigetragen. Das ist eine Leistung vom Management, von der Personalabteilung. Wie heisst es? Neue People and Culture. Ein neuer Begriff. Aber das sind natürlich die sich stark mit diesen Fragen beschäftigen. Das ist jetzt auch die Gruppe, die bei uns das Arbeitgeber-Branding eingeführt hat. Dass man sich bewusst ist, wenn wir gute Mitarbeiter wollen, dann müssen wir auch als Arbeitgeber irgendwie attraktiv für die sein. Das ist also die Leistung von dieser Gruppe, wenn es von jemandem meint, wenn man eine Gruppe rausnehmen. Aber ich glaube, es sind alle Mitarbeiter haben sehr viel zu dem beigetragen, weil unsere Unternehmenskultur, die wird von allen weitergegeben. Das ist, wie gehen wir miteinander um, wie gehen die Leute miteinander um in dieser Unternehmung. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Beitrag, ein wesentlicher Teil von dem. Wenn wir als Aktionäre etwas haben können beitragen, dann ist es vielleicht in einer Haltung, wir geben Vertrauen. Also man gibt Verantwortung und Vertrauen auf andere ab. Und das zieht sich durch die Unternehmung durch. Ich glaube, das ist das, was wir haben können, vielleicht noch beitragen. Aber das Vertrauen, das Sie da bezeugen und die Haltung, die hat offensichtlich dazu geführt, dass Sie die richtigen Leute haben. Ja, also das hilft sicher. Dass man wenn das Gefühl entsteht, mal, da können wir selber etwas bewegen, selber etwas angehen und angattlichen, das schätzen die Leute. Dass man ihnen eben das Vertrauen gibt, machen mal. Und wenn einmal etwas daneben geht, dann ist es nicht ganz so schlimm. Gibt es auch Momente, wo Sie als Verwaltungsratspräsident eingegriffen haben? Oder ist das etwas, wo eben nicht so der Zirkusdirektor... Was heisst eingreifen? Also, ist operative? Nein, eigentlich nicht. Nein, es hat es früher mal gegeben, aber das ist ein Weile her. Nein, in der Regel greife ich nicht ins Operative ein. Das wäre auch nicht gut, wenn wir das als Verwaltungsratspräsident machen. Jetzt hat ja die Pandemie im Getränkemarkt Spuren hinterlassen. Das haben wir jetzt überall gelesen, auch bei Ihnen, punkto Umsatz. 20 und 21 ist für alle, die Getränke verkauft haben, natürlich wegen der Gastronomie, die zu war, schwierig. Geht es jetzt wieder in die andere Richtung, im 22? Also wir spüren jetzt, seit 2-3 Monaten spüren wir schon eine Erholung, dass es wieder anders geht. Wir haben natürlich die Schliessung der Gastronomie hat eine wesentliche Rolle gespielt und auch, dass es kein grosses Event oder kleinere Anlässe gegeben hat. All die Sachen, die wir doch auch gut Rivella verkaufen, die hat es nicht mehr gegeben in diesen 2 Jahren. Und das 21 war fast schlimmer als das 20. Weil im 21 sind die Schweizer schon wieder ins Ausland in die Ferien. Und in der Schweiz sind die Anlässe immer noch nicht da gewesen? Und das war immer noch nicht da gewesen, oder? Die Gastronomie war schon noch ein rechter Teil zu gewesen. Also das hat schon etwas ausgemacht. Aber jetzt merken wir es. Es geht wieder aufwärts. Geht wieder aufwärts. Jetzt habe ich auf Ihrer Webseite gelesen, dass Sie sehr viel von den Rohstoffen und von den
von den Sachen, die sie verarbeitet, in der Schweiz beziehen. Ja. Ist die Lieferkettenproblematik irgendwo auch ein Problem für die Libella? Oder ist das etwas, wo sie völlig, völlig unberührt lässt? Also mit dem Milchserum war kein Problem gewesen. Aber was wir auf der einen Seite merken, ganz deutlich, und das ist einschneidend, das sind die steigenden Energiepreise. Energie ist auch bei uns ein wichtiger Kostenfaktor. Das merken wir. Und dann kann es schon vorkommen, dass wir einen Gabelstapler flicken wollen, dass wir irgendwie Ersatzteile nicht mehr bekommen, dass wir suchen und oder eine Maschine ist etwas kaputt, das Ersatzteil gibt es nicht gerade. Also wir sind wahrscheinlich noch einmal froh, haben wir noch drei Banken und Leute, die noch mit denen umgehen können. Das merken wir schon auch, aber es hat uns noch nicht allzu einschneidend betroffen. Und bedeutet es auch nicht unbedingt, dass Rivella hinten raus gerade teurer wird? Oder vielleicht doch? Doch, also Energie wird sicher einen rechten Einfluss haben. Also auf der einen Seite, wir haben weniger Volumen, oder? Und auf der anderen Seite die Energie oder vielleicht auch andere Transportkosten. Transportkosten generell, also auch von uns bis zum Kunden, das ist alles teurer geworden. Und das, ich kann nicht sagen, wie genau das wird ausfallen, aber das wird, ich denke, branchenweit wird das irgendwie zu einem Effekt führen. Jetzt etwas, wo Sie offenbar sehr Freude daran haben, ist das Produkt hier, das Focus Wasser, Focus Water. Das ist, habe ich gelesen, das Nummer 1 jetzt von der Schweizer Vitaminwasser. 2019 haben Sie das gekauft, ja. Start-up gesehen. Wächst offenbar schön, das Produkt. Jetzt ist das etwas, wo man, ist das Segment, so das Lifestyle-Wellness-Bereich, wo man kann wachsen als Getränke. Das ist sicher einer von den Bereichen, wo in den letzten Jahren zugenommen hat. Das hat mit dem neuen Lebensstil zu tun, vielleicht auch mit einem stärkeren Körperbewusstsein, weniger Zucker. Das ist auch ein Thema, wo im Moment stark spielt. Also das ist sicher ein Segment, das am Wachsen ist, stärker als andere Segmente. Und für uns als Unternehmung gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Wir können etwas dazu kaufen, das schon irgendwie einen Weg gemacht hat, oder wir können es selber entwickeln. Das ist jetzt etwas, wo wir dazu gekauft haben und wo auch jetzt mit uns sehr schön wächst. Das andere, das Neueste, was wir jetzt haben, ist da der Energy. Und das ist jetzt völlig bei uns im Haus innen gemacht. Also das ist ein Tee-Produkt, sage ich, oder? Ist so? Ja, es ist ein völlig neues Produkt. Es ist Tee mit Koffein drin, aber das Koffein kommt wie der Tee auch durch eine Kaltextraktion direkt aus den Träger von Koffein, das ist bei uns Mate, Cascara, das ist Kaffeebohnen, also Kaffeeschale. Und das dritte ist Guayusa, das ist auch so ein Blatt aus dem Amazonasgebiet, wird in einem neuen Verfahren rausgeholt. Und das ist das andere. Selber entwickeln, selber machen. Und da haben wir so wie riesige Teekannen mit 15'000 Liter, wo wir da mit Wasser durchgehen. Das, was unten rauskommt, ist dann das. Und das ist jetzt etwas völlig Neues. Das gibt es in dieser Form noch nicht. Und da denken wir, können wir jetzt auch, der Erfrischungsgetränkemarkt ist ein Koffeinmarkt. Das muss man einfach mal sehen. Der Schweizer trinkt jede Menge Koffein. Also wir wollen auch neue dette Produkte eben noch ein bisschen etwas aufputschen. Das erste Mal, wo wir mit Rivella, mit dem Namen Rivella, ein koffeinhaltiges Produkt verbinden. Das ist neu auch von dem her. Und das Produkt selber ist in der Art auch neu. Und das sind die zwei Arten, man kann mit Zukaufen wachsen oder man muss selber etwas Neues lassen. Wie schwierig ist es so? Ich stelle mir das recht schwierig vor, so etwas Neues wirklich zu entwickeln selber und nachher im Markt auch zu positionieren. Da braucht es Schnauf, nehme ich einmal an. Und also in der Regel, das Neue einführen braucht Schnauf, ja. Das ist, es gibt Sachen, die sehr schnell wachsen, aber normalerweise braucht es Schnauf. Die Vorlaufzeit war bei uns jetzt 2 Jahre. Und wir hatten so eine Gruppe von jungen Marketingleuten, eine Gruppe von jungen Entwicklern, die zusammen auf der einen Seite Bedürfnisse abklären und was will der Markt, auf der anderen Seite, wie kann man das Bedürfnis mit Produkt abdecken, wie müssen wir das machen. Das sind Tüftler, die probieren und machen und dann macht man es klein und dann hält es und dann muss man es grösser probieren. Also das sind bei uns jetzt 2 Jahre. Bis dann irgendein Produkt gestanden ist. Ja.
Gehen Sie dann auch noch selber probieren? Also fragt man dann am Schluss Ihre Meinung oder vertraut man da? Ja, also mal als Verwaltung so probieren wir neue Produkte. Die werden neues vorgestellt, was meint er und so weiter. Aber man darf dort nie auf seinen eigenen Geschmack abstellen. Also wenn ich nur auf meinen Geschmack abstellen will, ja, das wäre wahrscheinlich nicht gut. Und dann muss man wirklich schauen, was das Publikum will, was wollen die jüngeren Leute von heute, als 70-Jährigen, haben da vielleicht ein bisschen einen anderen Glauben. Haben Sie auch schon das Produkt abgeschossen oder der Verwaltungsrat gesagt, nein, das wollen wir, das möchte ich jetzt nicht? Oder? Eines, wo wir als Verwaltungsrat etwas gesagt haben, wo wir gesagt haben, das jetzt nicht, das war bei Rivella Grün. Das ist die erste Version, die dort vorgeschlagen wurde, war ohne Kohlensäure. Und dort haben wir als Verwaltungsrat gesagt, nein, Rivella, als Rivella ist, muss mit Kohlensäure sein. Das Neue, das ist ein Energy Ace, das bei Rivella, das ist jetzt ohne Kohlensäure. Aber dort haben wir gesagt, so Rivella gehört Kohlensäure. Und dort haben wir, also abgeschossen, ne? Haben wir gesagt. Jetzt muss man Kohlensäure haben. Ja, ja. Welches von Ihren Produkten trinken Sie denn am liebsten? Ich selber das Refresh, Rivella Refresh. Das ist das mit weniger Zucker und weniger süß. Aber das hat wahrscheinlich auch mit dem Alter zu tun. Und wenn es nicht ein Rivella-Produkt muss sein? Das ist ein Rotwein. Und welchen am liebsten? Argentinischen habe ich sehr gerne. Okay. Das hat damit zu, dass ich oft eben. Viele in Argentinien, darf ich nachfragen, was ist die Verbindung zu Argentinien? Also ich bin schon lange beruflich in Lateinamerika tätig und habe dann jetzt seit, was ist das her? Das sind etwa 13 Jahre, habe ich dort eine kleine Fabrik, wo ich Traubensaftkonzentrat herstelle und jetzt seit 4 Jahren machen wir auch Wein. Und der Traubensaftkonzentrat, das ist für Traubensaft, wo dann irgendwo... Das wird weltweit eigentlich verkauft und aus dem wird Traubensaft gemacht, aber vieles wird auch gebraucht als Süßungsmittel in Getränk. Also in Südafrika zum Beispiel wird viel Traubensaft eingesetzt, um Erfrischungsgetränk zu süßen. Aus was für Trauben machen Sie denn den Wein? Der Wein, den ich jetzt mache, der ist aus der Bonarda-Traube. Die Bonarda, das ist nicht die italienische Bonarda, das ist die frühere La Douce Noire, hat das geheißen in Frankreich. Von dem gibt es in Frankreich noch 60 Hektar. Und in Argentinien ist das die zweitmeist verbreitete Traubensorte. Und aus der machen wir jetzt den Wein, den ich. Wie war übrigens das 21 gewesen? In vielen Orten in Europa war das 21 eher der schwierige Jahrgang. Es hat wenig gegeben. Wie war es in Argentinien gewesen? Also wir haben jetzt gerade 22 Ernten gehabt. Oder? Das ist ja, zeitverschoben. Genau. Also wir ernten vom März bis in Anfang Mai. Und die 21er Ernte ist für einen Wein ist eigentlich recht gut gewesen. Ja. Die jetzt vom 22, die hat gelitten, die hat unter Hagu und ähnlichen Problemen gelitten. Gehen wir noch einmal zurück zum Rivella, Herr Barth. Jetzt hat vom Rivella ja ziemlich Zucker drin. Ist das eigentlich Milchzucker, oder wo drinnen bleibt oder wird zugeführt? Es ist also, der Milchzucker ist sicher ein Bestandteil, das ist die Laktose. Und der Rest von der Süße kommt, wenn es nicht das Blau ist, kommt von zugefügtem Zucker. Ja. Jetzt wird ja das Zuckerimage, das wird ja immer schlechter. Da hat ja Rivella Blau sehr früh ist ja ein massiven Trend gesetzt. Ich glaube, schon in den 50er Jahren ist Rivella Blau. In den 50er Jahren. Und wenn ich das richtig gelesen habe, zuerst in Holland lanciert worden. Einen Trend haben Sie da vorweg noch. Trotzdem, was bedeutet der Anti-Zucker-Trend für Rivella und überhaupt für Ihr Unternehmen? So. Also, das ist wirklich ein Megatrend, glaube ich, kann man sagen. Dass überall versucht wird und am Schluss braucht es dann irgendein Sample-System. Ja. Also ich glaube, man kann feststellen, dass heute generell Zucker thematisiert wird, der Zucker, der in Produkten drin ist. Jetzt muss man sagen, von dem Zucker, den wir als Bevölkerung zu uns nehmen, kommt 10% von den Erfrischungsgetränken. Und der Rest ist so schnell. Also es sind nicht nur mehr, wo das spüren. Und wir versuchen jetzt als Unternehmung, diesen Trend insofern aufzunehmen, dass wir neue Produkte, die suchen wir
mit weniger Zucker, aber auch mit weniger Süße, also dass man es weniger süß empfindet im Gaumen. Das sind die neuen, die wir bringen. Und da können wir genau eben das Rivella Refresh oder die Focus Watergetränk und auch die Energy. Die nehmen das alle auf. Wenig Zucker, fast kein Zucker. Mit den neuen wird man das bringen, aber gleich der Konsument, vor allem die jüngeren Konsumenten, die wollen die Zuckererfahrung. Das ist also, der das nicht hat, der muss einfach, das wollen die nicht. Das ist eine Realität. Und ich glaube, es wird ein langsamer Prozess sein, wie in der Bevölkerung langsam aber sicher die Lust auf Süße empfinden, ein bisschen zurückgeht. Das kann man nicht übers Knie brechen. Rivella ist ja wirklich, wir haben es gerade auch schon eingangs gesagt, ist ja unglaublich starker Brand. Ich glaube, irgendwie weit über 90% von der Schweizerinnen und Schweizer verbindet. Das ist der Bekanntheitsgrad, ja. Also einer von sich, von der bekanntesten Brand überhaupt in der Schweiz. Und jetzt gibt es den Brand 70 Jahre. Was ist bei der Pflege von diesem Brand besonders wichtig gewesen und heute noch wichtig? Ich denke, das gilt praktisch für alle Marken. Man muss sehr die gute Balance finden zwischen Erhalten vom Kern der Marke, das was wichtig ist, was man will, dass es über Generationen mit der Marke in den Köpfen der Leute, dass das verbunden bleibt. Das muss man herauskristallisieren. Aber man muss es im Laufe der Zeit vielleicht anpassen in der Art, wie man es überbringt. Und dort muss man sich sehr im Klaren sein, was ist der Kern, den ich überbringen will, und wie tue ich das anpassen. Das Spiel oder das gut zu verstehen, das ist das Wesentliche. Was würden Sie sagen, ist eigentlich so der Kern von diesem Brand Rivella? Ich glaube, es ist die Verbindung mit Erfrischung und einem sehr speziellen Geschmack. Also, dass die Leute das im Kopf haben, es erfrischt mich. Es wird irgendwo auch mit Bewegung verbunden. Also, ich bewege mich. Weil die Leute bewegen sich ja viel weniger als früher. Also, mit dieser Bewegung wird das verbunden. Es ist von dort her, es hat noch zusätzliche Inhaltsstoffe. Es ist irgendwo noch ein bisschen gesund. Das sind die ganz wesentlichen Elemente. Aber beim Extrahieren von dem Milchfett und glaube ich. Milchserum. Ja, dort ja. Bleiben ja so die gewisse Stoffe wieder dort drin, oder? Das, was wir die Goodies nennen, die bleiben drin. Also sie sind Milch, oder? Nachher wird Käse gemacht, dann kommt Molke. Und in dieser Molke hat das, was wir drin lassen, das ist, die Laktose bleibt drin, die Vitamine, die wasserlöslichen, bleiben drin, Mineralien bleiben drin, die Spurenelemente bleiben drin. Das ist das, wo man sagt, das haben andere vielleicht nicht. Und das bringen wir im Körper. Vor allem das Calcium ist auch drin. Das sind die Sachen, wo man sagen, in dem Sinn ist das schon ein funktionales Getränk. Das bringt noch etwas mehr. Der Slogan «Sportler trinken Rivella», wer hat er eigentlich erfunden? Das könnte ich nicht mehr sagen. Wüsste ich wirklich nicht mehr. Und wie alt? Aber ist auch eine halbe Ewigkeit. Wäre jetzt unehrlich, wenn ich das jemandem zuschreibe. Aber das ist auch so eine Verbindung, die die Leute automatisch machen, die irgendwie wirklich über Jahrzehnte ein... Das ist aus der Überlegung herausgekommen, wie kann ich die Vorstellung, dass das Produkt auch etwas Gesundes ist, wie kann ich das an die Leute überbringen? Und mein Vater hat auch gesagt, ja, also, aber mit einem Ärztekit, du willst das nicht machen. Und dann hat man gesagt, die Verbindung zu Sport ist auch in der Regel etwas Gesundes. Wenn man diese Verbindung herstellen kann, dann bringt man das auf interessante, gefällige und eingängige Art über. Und das war der Ursprung. Also wir waren oft eben auf Sportplätzen damals. Dort hat man es degustiert. Oder verkosten, sagt man auf Deutsch. Dort hat man das gemacht. Und von dort her hat das angefangen mit Sport. Und dann hat man gesehen, das bringt etwas. Sie haben es so vorhin beschrieben, was im Rivella drinnen ist, aber es hat ja noch andere Sachen drinnen und auf ihrer Homepage habe ich gelesen, das Rezept ist streng geheim und selbst im Unternehmen nur eine Handvoll Geheimnisträger bekannt, das klingt ganz Geheimnis umwoben. Ist das jetzt wirklich so? Das ist irgendwo ein handgeschriebenes Original von Ihrem Vater im Tresor?
Nein, handgeschrieben, nicht Hermes geschrieben ist das. So mit guter Schreibmaschine. Aber es gibt das, irgendwo wirklich das ist ein Urdokument. Das Urrezept, ja. Also das gibt es ja. Und das ist jetzt nicht das, was wir verwenden im täglichen Leben, sondern da hat man in der Zwischenzeit hat man andere, wie soll ich sagen, andere Namen gefunden, oder wie man dem sagt. Aber die Grundzusammensetzung von den Extrakten, die wir einsetzen, von Früchten, von Kräutern und so weiter, das ist immer noch das Gleiche. Ja. Also das gibt es, das Rezept. Ja. Und das ist, wie wird irgendwo super fein aufbewahrt? Das ist irgendwo im Tresor, ja. Gut. Und dann die letzte Frage, Sie haben das erzählt, Sie haben das neue Produkt, das haben wir 2 Jahre lang ausprobiert, getestet. Ist etwas Neues in der Pipeline? Naja, also jetzt sind wir gerade am Lancieren von etwas Neuem. Und was dann nachher noch kommt, also wir haben laufend Sachen in der Pipeline. Das müssen wir haben, sonst irgendwann ist der fertig und dann haben wir eine Lücke von ein paar Jahren. Aber es wäre jetzt zu früh, um etwas zu sagen, was jetzt da Neues kommt. Aber sicher, wir haben Sachen, die wir anschauen, Projekte, die wir anschauen und wo wir glauben, wir ab und zu finden wir einen rechten Weg. Ja. Aber im Moment sind wir voll mit dem neuen Tee, energiegeladenen Teegetränk sind wir unterwegs. Das ist jetzt das, was wir in diesem Jahr wirklich lancieren wollen. Bart, ich habe mich sehr gefreut über den Talk. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, über Rivella, Ihr Unternehmen und den Wein in Argentinien zu reden. Herzlichen Dank. Sehr gerne geschehen, danke auch. Nächste Woche, neuer Talk, neuer Gast bei mir ist der Dieter Ammann, der bekannte Komponist aus Zofingen, weltbekannt, kann man sagen. Mit dem rede ich über seine Musik, aber auch ein bisschen über das Alter, denn der Dieter Ammann wird im Mai 60, Mitte Mai 60, nächste Woche bei mir zu Gast und ich hoffe, Sie sind auch wieder dabei. Danke fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftrigen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Lindenhof Oftrigen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.